Ich bin Manuela Starkmann und du bist dabei bei meinem Podcast Liebe deine Klarheit. Der hat den Grund, dass du mehr Sinn, Spaß, Spirit in deinem Leben hast. Und dafür gibt's heute ein ganz, ganz tolles Interview. Die Welt ist so wundervoll klein und ich empfinde das Internet als Segen, denn die Kontakte, die ich habe, die führen sehr oft dazu, dass ich nochmal Menschen kennenlerne, die ich wahrscheinlich im normalen Leben, im Flieger, im Zug oder so gar nicht getroffen hätte. So ist es heute auch mit meinem Interviewgast von heute. Das ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Ich habe ihn noch gar nicht persönlich getroffen und es ist dennoch so, wenn wir uns austauschen, wie jetzt auch gerade eben eigentlich kurz vor diesem Podcast-Interview, haben wir gleich einen wundervollen Gleichklang, haben die ähnlichen Themen und gleichzeitig auch eine Ergänzung der Sichtweise. Und genau das möchte ich dir, lieber Zuhörer, heute schenken. Ein Interview über ein aus meiner Sicht hochwichtiges Thema, zum dich wiederfinden, zum dich selbst erkennen und auch andere Menschen. Und ich denke, der Interviewpartner von heute, ein sensibler Mann, was aus meiner Sicht genau seine Stärke ausmacht, der wird uns da sicher auf eine ganz wundervolle Reise mitnehmen, wie er die Welt sieht. Denn er widmet sich dem tollen Thema Hochsensibilität und ich freue mich sehr, dass ich heute den Jean-Christoph von Oertzen bei mir im Interview habe. Huh, wie schön. Hallo Manuela. Vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dir dieses wunderbare Gespräch führen darf. Vielen Dank. Ich danke dir von Herzen und wir hatten ja gerade eben schon festgestellt, wir hätten das, was wir jetzt vorhin schon geschnackt haben, auch schon wieder aufnehmen können. Das war jetzt eine Bandbreite von Leben, Sterben, Tod, Vertrieb, Hochsensibilität. Das hätte sicher auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Aber das werden wir auf jeden Fall entweder heute sogar zufällig absichtlich mit reinholen oder eben schauen, da sind wir ja beide, denke ich, sehr intuitiv, wo uns der Fluss der Kommunikation hinführt. Mhm, sehr gerne. Ich habe ein bisschen über dich im Internet geguckt. Ich bin gleichzeitig auch ein Fan davon, dich hier noch mehr von dir kennenzulernen. Also gar nicht jetzt, weil ich irgendwas gelesen habe, sondern ich freue mich drauf, von dir mehr zu erfahren und zu lernen und habe mir so meine Gedanken gemacht, was ich von dir wissen mag und bin natürlich auch gleichzeitig voll der Fan davon, eben zu schauen, welche Themen zeigen sich, weil ich auch aus meinem Leben weiß, manchmal plant man sich da einen Ast und auf einmal merkt man, die Teilnehmer, die Zuhörer, die sagen dann danach, oh, du hast das Thema verlassen und es war genau das, was mich heute interessiert hat. Und da glaube ich auch an die göttliche Fügung, dass das wie immer passen wird. Wunderbar, ich glaube, das passt für mich auch sehr gut und bin schon sehr gespannt, was du da für Fragen hast. Also, meine eine mehr oder weniger Lieblingsfrage, weil es für mich einfach auch ein wichtiges Thema ist, ist bei den Menschen, in dem Fall bei dir schon, rauszufinden, was für dich persönlich Klarheit ist. Das ist eine ganz spannende Frage. Klarheit. Für mich ist Klarheit dieser eine Moment, so diese Klarheit im Kopf, im Geiste, im Herzen, wenn alles im Gleichklang ist, wenn alles im Balance ist, wenn alle Aspekte so in Balance kommen, dann habe ich in meinem Leben schon oft das Gefühl gehabt von Klarheit. Dann ist mir wirklich alles so auf einmal bewusst geworden.
Das verstehe ich unter Klarheit, die Balance der einzelnen Elemente. Mhm. Also zum Beispiel Körper, Seele, Geist. Mhm. Ich erlebe das beim Bogenschießen, du weißt ja, ich mache ja Bogenschießen. Mhm. Und da gibt es einfach genau solche Momente, wo man so das Gefühl hat, so jetzt wird die ganze Welt plötzlich so ganz still um einen herum. Und egal, was da drumherum passiert gerade. Und der Blick wird so ganz klar im wahrsten Sinne des Wortes. Und du weißt, bevor du loslässt, dass du treffen wirst. Mhm. Und das ist so diese Klarheit, und das lässt sich auch ins Leben so übertragen. Also in seltenen Momenten merke ich das auch im normalen Leben sozusagen. Wenn man genau weiß, jetzt passt einfach alles. Dafür finde ich auch dieses Bild total schön. Also von sich selber lernen und sagen, das funktioniert nicht nur beim Bogenschießen. Ich habe es nur beim Bogenschießen in dem Fall mit Jean erlebt. Und dass dein Kunde dann auch sagt, ja, wie cool, das kann ich ja, weil ich es gerade selbst erlebt habe und nicht er hat das gemacht, sondern ich habe es gemacht. Genau. Kann das von sich selber lernen. Da bin ich ein großer Fan davon. Das mag ich sehr. Ich mag Freiheit. Das hast du schön gesagt. Das freut mich. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also das hat mich auch so begeistert an dem Bogenschießen, dass das eben eine Methode ist, wo mir nicht jemand irgendwie erzählt, wie die Welt funktioniert und ich fresse es oder nicht, sondern einfach selber meinen Körper gespürt habe oder spüre und in mich hineinspüren muss, den Blick so nach innen richten muss, und das einfach als Übung zu betrachten für jede Situation im Leben, wo es einfach hilft, gerade als hochsensibler Mensch, den Blick mal nach innen zu richten, um einfach zu sehen, okay, wie ist die Situation gerade, wie geht's mir wirklich mit der Situation? Wir haben jetzt den Begriff Hochsensibilität und Hochsensibelsein schon ganz oft in den Mund genommen. Uns beiden ist es klar. Mhm. Gleichwohl, ich denke mal, der Begriff ist insgesamt, wie vielleicht Klarheit, auch nicht nur unbedingt ein Allgemeinbegriff, sondern auch nochmal, was gibt man ihm individuell. Ich würde wahnsinnig gerne den Staffelstab dir geben im Sinne von, was ist Hochsensibilität für dich ganz persönlich, und vielleicht sogar eher davor, was ist denn Hochsensibilität von dem, wie du es jetzt einem Kunden erklärst, was du drüber gelesen hast, was deine Begriffsdefinition dafür ist. Okay, also meine Begriffsdefinition ist, dass wir als hochsensible Menschen unsere Reize, unsere Sinnesreize, die auf uns einströmen über unsere fünf Sinne im Gehirn, weniger filtern als normalsensible Menschen. Mhm. Und man kann sich das, glaube ich, ganz einfach vorstellen. Wenn wir etwas sehen, wenn wir im Raum uns umschauen, dann sehen wir eigentlich ganz, ganz viele Dinge. Bloß diese Dinge kommen in der Regel nicht in unser Bewusstsein. Also nur erst, wenn ich meinen Blick bewusst auf den Boden richte, dann sehe ich, aha, grünes Gras. Vorher habe ich das auch schon gesehen als optischen Sinnesreiz, aber es ist nicht in mein Bewusstsein aufgestiegen. Und diese wichtige Filterfunktion schützt uns auch davor, überreizt zu sein. Und dieser Filter ist einfach bei 20% aller Menschen, also bei jedem Fünften, weniger stark ausgeprägt als bei den restlichen Menschen. Und in der Folge ergeben sich daraus einfach ein paar Extreme, oder ergeben sich einfach ein paar Dinge. Das heißt, wenn ein normalsensibler Mensch zum Beispiel in einen Raum kommt mit sehr vielen Sinneseindrücken, nehmen wir zum Beispiel mal eine Diskothek. Mhm. Oh Gott! Musik, Licht, früher noch Rauch, heute nicht mehr, aber heute Nebel, Parfümdüfte, Menschengerüche, Menschen, die sich an einem vorbeidrängeln. Oh. Das sind ja alles Sinneseindrücke. Ja. Und bei einem normalsensiblen Menschen, der nimmt vielleicht das gar nicht so intensiv wahr. Und als hochsensibler Mensch ist es auch nicht so, dass uns das alles gleichzeitig bewusst wäre, weil das wäre dann zum Beispiel Autismus. Also bei Autisten geht man davon aus, dass diese Filter gar nicht vorhanden sind oder kaum vorhanden sind, die deswegen dann auch überwältigt sind von diesen Sinneseindrücken. Sondern bei hochsensiblen Menschen ist das so, dass das im Unterbewusstsein alles bewertet wird.
Aha, Geruch, nein, brauche ich jetzt nicht. Aha, okay, da Licht, nicht so wichtig. Aha, Musik, naja, ist jetzt auch nicht so interessant. Und diese ganzen permanente Bewertung dieser Sinneseindrücke nach relevant und nicht relevant, kostet Energie. Und das hat dann zur Folge, dass viele Hochsensible sich schneller einfach überreizt fühlen als normalsensible Menschen in derselben Situation. Wenn du mich schweigend hörst, dann liegt es daran, dass ich mitschreibe. Wirst du mich eine schöne Erklärung. Und echt, wenn du mich hier in die Diskothek imaginär mitnimmst, bin ich schon fertig mit der Diskothek, du. Ja. Und für mich ist immer ganz wichtig zu sehen, deswegen sind hochsensible Menschen nicht irgendwie kontaktscheu oder so. Mhm. Also ich habe das auch immer gemocht. Also ich mag Diskothek, ich mag Musik. Mhm. Ich mag auch laute Musik. Es ist bloß einfach, dass ich es nicht so lange durchhalte. Ja. Sondern dann einfach eine Rückzugspause brauche, mein System einfach eine kurze Erholungsphase braucht, um diese Eindrücke zu verarbeiten, und dann kann's weitergehen. Weil es mich einfach zwischendrin interessiert, bevor du deine persönliche Definition sagst, kannst du Musik den ganzen Tag laufen lassen nebenbei? Nein, das ist eben auch ein Punkt, dass also das Ausfiltern von Hintergrundgeräuschen zum Beispiel ganz vielen Hochsensiblen, und bei mir ist es auch so, kaum möglich ist. Ja. Das heißt, also dieses Surren einer Lampe, Musik, also Radio zum Beispiel, das Schlimmste, ich finde ja Autowerkstätten toll, ne? Also Autowerkstätten an sich sind ja was Tolles. Mhm. Was mir nur jedes Mal auffällt, da läuft immer ein Radio im Hintergrund. Das wäre der Grund, warum ich nie hätte Automechaniker werden können. Okay. Das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ja. Ja. Und meine eigene Definition von Hochsensibilität ist eigentlich dasselbe. Also ich versuche mich ganz bewusst auf diesen Punkt zu konzentrieren und zu sagen, okay, das betrachte ich als Hochsensibilität und alles andere sind für mich nur Auswirkungen. Mhm. Verstehe ich sehr gut. Wenn ich jetzt einfach mal mich anschaue und überlege, ob das bei dir so ähnlich war. Mhm. Ich bin jetzt gerade 49. Ich glaube, ich habe knapp 40 Jahre gebraucht, um diesen Begriff überhaupt wahrzunehmen. Der ist sicher schon Ende 1900 rumgeflogen, aber ich habe ihn einfach nicht finden dürfen. Wie hat denn dich, und auch wann im Sinne von in welchem Alter, der Begriff Hochsensibilität entdeckt? Oder du ihn, je nachdem, wie du das betrachten mag. Das ist eine spannende Frage, ja, wer hier wen entdeckt hat. Tatsächlich ist diese Geschichte ja auch die Motivation, warum ich selber auch meinen Podcast mache. Mhm. Weil das war, also ist eigentlich unglaublich. Also ich muss dazu vielleicht sagen, meine Frau arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und die hat mir bestimmt auch schon vor 10 Jahren mal was erzählt. Ja, Hochsensibilität und so. Wir reden natürlich auch darüber, über solche Themen und so. Bloß das Erste, als ich Hochsensibilität gehört habe, war überempfindlich, schwach, nicht leistungsfähig, Mimose. Und das hat natürlich in mein Selbstbild überhaupt nicht gepasst. Also habe ich das nicht weiter für mich irgendwie recherchiert. Das war einfach für mich abgehakt, hat mit mir nichts zu tun, ist nicht mein Thema. Mhm. Und dann habe ich mich ja mit dem Bogenschießen selbstständig gemacht und habe vielen, vielen Menschen das Bogenschießen zeigen dürfen. Und ich habe mich immer gewundert, warum 20% circa aller Teilnehmer in dieser Freizeitbeschäftigung mit Pfeil und Bogen zu schießen, irgendwie mehr gefunden haben als die restlichen 80. Also alle fanden es toll, allen hat Spaß gemacht. Plus 20% waren da irgendwie viel begeisterter. Die haben da irgendwie viel mehr dabei empfunden, habe ich das Gefühl gehabt, als die restlichen. Und dann habe ich zum Thema Bogenschießen hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Also Rituale, der ganze Bewegungsablauf ist sehr stark ritualisiert und Rituale und Gewohnheiten hängen sehr stark zusammen. Und dann habe ich dafür recherchiert und bin eigentlich
über dieses Thema Gewohnheiten zufällig auf einen Artikel gekommen, wo es um Hochsensibilität ging. Und dann lese ich das so, weil halt die Seite, mit die sich damit beschäftigt hat, die hat mich angesprochen. Und habe ich gedacht, okay, dann lese ich mir das mal. Und bei jedem Ding, boah, ja, Wahnsinn. Der Hammer, die schreiben über mich. Und das, mich hat es wirklich von den Socken gehauen. Und das war so ein Gefühl von Erleichterung. Dieses Gefühl, ich hatte früher immer so ein bisschen das Gefühl, ja, ich bin irgendwie so ein Außenseiter oder irgendwie komisch oder irgendwie so ein bisschen anders, weil alle eben in die Disco gerast sind und stundenlang da verharrt haben und ich immer gedacht habe, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt mal vor die Tür und habe mich dabei immer irgendwie komisch gefühlt. Und plötzlich war mir klar, warum das so ist. Das war für mich eine Erklärung und diese Erkenntnis, es geht nicht nur mir so, sondern es geht vielen anderen Menschen auch so, das habe ich als Riesenerleichterung empfunden. Ja. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Du hast sie beantwortet. Gut. Und ich glaube, wir müssen alle Henne und Ei wahrscheinlich gar nicht wirklich rausfinden, ob jetzt die Hochsensibilität dich entdeckt oder du sie entdeckt hast. Ich finde es eine schöne, schöne Geschichte, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sich viele Zuhörer bis mindestens, zumindest ich da mich wiederfinde. Ich denke, ja, da hat wahrscheinlich der sich damit beschäftigt, jeder so sein, wie möchte ich es denn fast nennen, seinen Erhellungsmoment. Und ich finde es auch schön, dass du mir dazu sagst, dass es schon mal sozusagen in dein Leben getreten ist. Und dann hast du es erstmal negiert, weil du es mit Schwäche gleichgesetzt hast. Das finde ich total wichtig, hier echt nochmal fett zu unterstreichen. Und zwar nicht, weil du es gesagt hast, sondern für den Zuhörer und vielleicht sogar für den männlichen Zuhörer. Weil ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu viel mit Schwäche gleichsetzen, was überhaupt nichts mit Schwäche zu tun hat. Und aufgrund dessen uns zum Beispiel, wie jetzt in deiner offenen Erzählung, uns das auch von etwas abbringt. Und manche sagen mir, ja, dann war noch nicht die Zeit. Ich habe jetzt auch gerade mit jemandem Kontakt, der theoretisch zum Guiding will. Da könnten wir jetzt sagen, ist dem noch nicht seine Zeit. Ich glaube einfach, er kommt nicht aus dem Quark. Und das sage ich auch dann so direkt. Ne? Und mir denke ich, wenn man sich das mal mit dem Quark so ganz böse anschaut und sagt, will ich aus dem Quark kommen, dann macht es doch Sinn, sich Hochsensibilität ganz liebevoll anzuschauen und nicht bewertend, könnte es was mit Schwäche und da zu tun haben. Und jetzt haben sogar die Zuhörer dir zuhören dürfen und auch gemerkt, das hat gar nichts mit Schwäche zu tun. Das hat was mit Leichtigkeit und, wie du es auch sagtest, Erleichterung zu tun, wenn man es wirklich an sich ranlässt. Und wie man es vorhin auch vielleicht bei den Definitionen merken, es ist ja immer etwas dann nach der Erklärung doch Individuelles. Und das ist jetzt mein, ausnahmsweise schicke ich dann mal den Appell in die Welt, dass das, was du jetzt gerade preisgegeben hast, für sich selber anzunehmen, um zu sich selber zu schauen und zu sagen, jetzt gucke ich mal, dass ich es neutral, vielleicht sogar schön betrachte, was da in mir als hochsensibler Mensch alles ruhen kann. Finde ich sehr schön. Das finde ich einen schönen Aufruf. Und gleichzeitig, wenn ich an mich selber zum Beispiel denke, ich hätte es vorher wirklich nicht gekonnt. Und mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Also ich verstehe, wenn der eine oder andere sagt, das ist nicht die Zeit. Was ich für mich erlebe, ist, dass gerade bei hochsensiblen Menschen viel mit der eigenen Energie zu tun hat. Also das beschäftigt mich sehr stark. Wie ist mein Energielevel? Und wenn ich das Gefühl habe, sehr in meiner Kraft und in meiner Energie zu sein, dann fällt es mir leicht, offen zu sein. Dann fällt es mir leicht, meine Offenheit zu behalten, auch Themen gegenüber, von denen ich vielleicht sagen würde, ja, spricht mich im ersten Moment nicht an. Und es hilft ja auch, also wir brauchen ja diese Vereinfachungen in unserem Leben. Also Hochsensibilität ist ja nur ein Wort, es ist ja nur ein Label, es ist ja nur ein Muster. Und wir brauchen die Assoziationen, die wir damit treffen, um entscheiden zu können, ist das relevant oder nicht. Weil ähnlich wie bei unseren Sinneseindrücken, wenn wir
allem und jedem die gleiche Bedeutung geben würden, dann würden wir von da, also dann würden wir zu überhaupt nichts kommen, weil wir uns mit allem im Detail beschäftigen würden. Mhm. Nur die Offenheit zu behalten und dann wirklich mal hinzuspüren, ist das was für mich? Oder berührt mich das? Oder ist das ein Thema, was mich irgendwo, ja, antriggert? Dazu ist es einfach wichtig, in der eigenen Kraft zu sein und in der eigenen Energie. Und bevor ich wusste, was Hochsensibilität ist, bin ich sogar auch in eine Phase gekommen, wo ich kurz vor einem Burnout stand, weil ich das ja nicht verstanden habe. Ich wusste ja nicht, wie ich funktioniere, sage ich jetzt mal. Und ich habe immer nur versucht, über meine Grenzen zu gehen, um mit anderen mitzuhalten. Mhm. Und das hat mich dahin geführt. Und meine Energie war so low, ich hätte dafür nicht die Offenheit haben können. Ich weiß, was du meinst, habe ein bisschen eine andere Meinung und bin trotzdem komplett deiner Meinung. Ha, und jemand, der zuhört, sagt, das geht ja alles gar nicht. Doch, das geht. ich glaube, dass unsere Gesellschaft da recht viel Ausreden in Menschen erlaubt einzubauen. Für mich ist einfach echt eher so der Punkt, offen sein, zu schauen, so wie du es auch gesagt hast, was triggert mich an. Ich finde es total wertvoll, manchmal auch zu schauen, gerade weil es mich antriggert, ist es nichts zum Negieren, also warten, wann die Zeit gekommen ist, sondern ist vielleicht genau jetzt deshalb die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, wenn wir immer warten, bis die rechte Zeit ist, wir zwei haben uns vorhin im Off noch über Sterbebegleitung unterhalten, dann kann halt auch manchmal das Leben auch schon ziemlich weit fortgeschritten sein. Und das ist ja nicht immer sinnvoll, weil ich glaube, wir können sehr viel ersetzen, aber Lebenszeit, die fortgeschritten ist, die kriegen wir nicht wieder zurück. Und ich habe viele Menschen bei mir im Guiding, die sagen, oh mein Gott, wäre ich doch mal früher gekommen. Ich beobachte dich jetzt seit vielen Jahren, finde es alles toll, was du machst, aber ich bin jetzt erst da, hätte ich das damals mal gemacht. Bla bla bla, keine Zeit und bla bla bla, noch nicht die Zeit, dann hätte es mir aber viel Zeit gespart. Ich möchte so gerne Menschen ein bisschen helfen, ihre Lebenszeit mit Sinn, Spaß und Spirit zu leben. So, jetzt frage ich mich gerade. Für mich ist das Kraftschöpfen vorne dran. Das ist spannend. Hast du mich jetzt die ganze Zeit reden hören? Ja. Okay, ich habe dich jetzt nicht reden hören, wie faszinierend. Okay. Ich bin froh, dass wir noch auf Sendung sind. Ich hatte schon die Sorge, das Internet hat jetzt gerade gedacht, oh, 16.45 Uhr, Feierabend. Und es ist ein Podcast, das bleibt. Ja, genau. Das darf man mithören. Ja. Nee, du hast ja gerade einen total wichtigen Punkt einfach gesagt, dass wir sind ja da genau beieinander eigentlich. Also auch mir geht es darum, dass man möglichst früh einfach sozusagen die Dinge erkennt, um eben nicht irgendwas zu sagen, Mensch, hätte ich das mal 10 Jahre früher gewusst. Und das ist ja genau das, warum ich sage, okay, ich trage das so bewusst in die Welt und trage das so offen auch nach außen, diese Geschichte, auch in meinem Podcast, um vielleicht andere dahin zu bringen, zu sagen, okay, guck mal, vielleicht tut es ja irgendwas. Mhm. Das Einzige, was ich glaube, ist, wir brauchen vorher die Energie, wir brauchen vorher die Kraft, um wirklich dahin gehen zu können, um diesen Schritt, um losgehen zu können. Mhm. Und das darf jeder, glaube ich, für sich selber einfach schauen, okay, wie kann man das Leben gestalten? Wie kann man das eigene Leben schon so gestalten, dass man gar nicht erst in diese tiefe Energie kommt? Oder was kann ich für mich tun, um kraftvoll zu sein, um diesen Dingen auch aufgeschlossen zu sein, um mich weiterentwickeln zu können? Mhm. Du sagst ja auch, es war eigentlich bei dir eher Burnout, sprich keine Energie, keine Kraft. Du hast dann das Thema Hochsensibilität gefunden oder es dich und hast was gelesen, wo es auf einmal auch die Worte und vielleicht auch die Zeit war, wo du sagst, jetzt kann es an mich ran. Als du dann Hochsensibilität oder ihr zwei euch wiedergefunden habt, sagen wir es mal so, was hat sich denn in deinem Leben verändert? Was hast du anders gemacht? Also jetzt wirklich so Begriffe wie Lebensweise, Ernährung, Liebe, Berufung, Partnerschaft. Was hat es vielleicht sogar alles umgekrempelt? Vieles, also sehr, 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 sehr vieles, muss ich sagen. Also mein Leben hat sich dadurch sehr verändert. Ich bin Mensch, ich muss die Dinge erstmal verstehen.
Also ich habe dann angefangen, wirklich so ziemlich alles darüber zu lesen, was ich so in die Finger bekommen habe, mich mit Menschen darüber auszutauschen, die darüber schon viel wussten oder wissen, um dieses ganze Konstrukt einfach noch besser zu verstehen, um besser zu verstehen, okay, ist das auch wirklich das, was ich meine oder wo sind da die Grenzen? Und dann bin ich ins Experimentieren gegangen. Dann habe ich geguckt, okay, was könnte ich tun aus dieser Erkenntnis, um eben mich kraftvoller zu fühlen, um mein Leben so zu gestalten, dass ich mich energievoller fühle, um mich abends eben noch kraftvoll zu fühlen und nicht auf dem Sofa total ausgelaugt, noch eine Runde Netflix und dann am nächsten Tag wieder dasselbe von vorne. Mhm. Es gibt, also ich habe die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert. Viele von diesen Dingen gebe ich auch weiter. Was ich festgestellt habe, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Also jeder muss auch ein bisschen selber gucken, klar, was für ihn funktioniert. Ja. Was für mich sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat, war tatsächlich meine Ernährungsumstellung. Ich bin gespannt. Also ich habe dann auch aufgehört, Zucker zu essen. Mhm. Also verzichte vollständig auf Zucker. Das heißt also Industriezucker im langläufigen Sinn, also auch kein Rohrohrzucker und so weiter, sondern nur Fruchtzucker, also was in den Früchten an natürlichem Zucker drin ist oder in der Nahrung an natürlichem Zucker, das bleibt natürlich da drin, aber keine zugesetzten Zucker. Und das hat tatsächlich bei mir sehr, sehr viel verändert an Energie. Was natürlich auch eine große Erkenntnis war, war dieses Thema Bogenschießen, dass das sehr viel, dass ich darauf eine andere Perspektive bekommen habe. Und daraufhin habe ich ja sogar auch ein Buch geschrieben, was eben heißt Bogenschießen für hochsensible Menschen, weil ich erkannt habe, dass man das als hochsensibler Mensch wirklich nutzen kann als Methode, um sich selbst besser zu spüren, um sich selbst genau zu spüren und um den Blick nach innen zu richten, um das zu trainieren. Also das nutze ich natürlich täglich im Grunde in meiner Morgenroutine. Du sagst es auch gerade Routine und hast lustigerweise, das war auch für mich ein Begriff, den ich vorbereitet habe, schon beim Bogenschießen Gewohnheiten und Rituale gesagt. Mhm. Welche Rituale, ob jetzt morgens oder wurscht wann, was hast du an Gewohnheiten, Ritualen? Mhm. Mhm. Also ich habe mein Morgenritual relativ ausführlich nach verschiedenen Ausprobieren aufgedröselt für mich. Also mein Morgen fängt eigentlich immer gleich an, dass ich zum Beispiel ein Journal schreibe, in dem ich reinschreibe, was ich mir für diesen Tag wünsche, wofür ich dankbar bin, was meine Ziele sind und was ich auch erreicht habe. Ein bisschen Stretching, dafür gibt's noch kein so richtiges Wort. Also sportliche Übung, aber kein Workout gehört mit dazu. Eine Runde Bogenschießen gehört dazu. Das sind nur ein paar Pfeile, aber da geht's um diese Fokussierung. Beschäftige mich natürlich dann auch sehr viel mit meinen Hunden, die einfach dann um mich rum sind morgens, klar. Und so beginnt mein Tag einfach schon mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe. Neben dem, dass ich dann gleich noch weiter frage, jetzt sagen vielleicht manche, ja, so viel Ruhe am Morgen, die kann ich mir gar nicht leisten oder ich müsste dafür um wieder Dalai Lama 3.30 Uhr aufstehen. Aber was würdest du den Menschen dann dazu sagen? Stimmt. Das ist cool. Das mag ich. Ich bin davon ein ganz großer Fan, gar nicht rumzulamentieren und Rhabarber verteidigen, erklär. Sondern ja. Ist so. Es gibt ja diese zwei Chronotypen, so Lerchen und Eulen, ne? Also aha, die Menschen, die eher früh aufstehen und die Menschen, die eher spät aufstehen. Okay, also ich gehöre. Ja, genau. Ich gehöre wohl auch eher zur zweiten Kategorie. Oh, echt? Aber es hilft halt nichts. Mein Wecker klingelt halt um 5.30 Uhr. Ne? Igitt, echt? Ja. Das schaffst du? Ja. Okay. Natürlich, also es gibt Ausnahmen. Also. Ich sage das ganz klar, ich bin nicht der Dalai Lama, aber
An den meisten Tagen ist das so, ja, genau. Okay. Das ist jetzt etwas, was ich eine Ecke lang immer mal im wahrsten Sinn des Wortes, also probieren nicht, weil ich mache es ja auch, ne? Um dann zu merken, mein Biorhythmus sagt, also der ist auch recht deutlich, du kannst mich jetzt am Arsch lecken mit dem frühen Aufstehen, wenn da nicht wenigstens eine 6, idealerweise eine 7 davor steht, werde ich dir in 2-3 Tagen auf die Füße fallen und ist gar nicht meins. Und ich find's sehr wichtig, im Biorhythmus zu leben. Gleichwohl, das interessiert mich da noch mehr, wenn es theoretisch nicht direkt dein Biorhythmus ist. Wie hast du es praktisch gemacht, dass es offensichtlich funktioniert? Lass mich von dir lernen. Also, was für mich an der Stelle wirklich dann funktioniert hat, waren halt die Pausen. Jetzt ist natürlich so, als Selbstständiger hat man die Möglichkeit, dann eher seine Pausen auch zu definieren. Und dann zu sagen, okay, ich lege mich danach dann, also es gibt dann so eine Phase, das wechselt immer ein bisschen von der Uhrzeit, aber ein paar Stunden später, wo ich dann nochmal die Möglichkeit habe, mich einfach nochmal hinzulegen und so ein Powernap zu machen. Also ich bin ein totaler Fan von diesen Powernaps, so eine Viertelstunde hinlegen. Es gibt auch da mittlerweile sehr gute Meditations-Apps mit so einer Meditationsmusik im Ohr. Da hört man dann auch nichts, wenn die Welt schon ein bisschen lauter um einen herum ist. Und das funktioniert dann für mich sehr gut. Also dann ist mein Biorhythmus auch zufrieden. Okay, dann trägt er dir das nicht nach, dass du ihn um 5.30 Uhr rausgeschmissen hast. Nee, weil für ihn ist er Nacht. Und danach gibt es nochmal eine Ruhephase und dann geht's wieder. Okay. Ja, meine Oma hat das schon immer gemacht. Damals zu der Zeit und in Augsburg hat das Ruhen genannt. Ich fand es so schön, dass sie dann mittags gesagt hat, sie legt sich jetzt wieder zum Ruhen. Ruhen, genau. Natürlich gehasst, weil ich war voller Energie und die Erwachsenen haben sich irgendwie alles so gern zum Ruhen hingelegt. Und jetzt, wo ich zumindest mal von der Anzahl der Lebensjahre auch eher älter bin, geht's mir genauso. Also ich verstehe deine Begeisterung für Powernap-Ruhen oder wie immer wir es nennen. Ich finde es total wichtig, genau wie Pausen auch. Und die haben, wie ich mal im Unternehmen auch gehört habe, das ist auch eine Schwäche, Pause zu machen oder während der Pause nicht zu arbeiten. Genau. Ich bin komplett der anderen Meinung, je mehr Pausen, umso besser. Hast du noch andere Rituale, die jetzt mehr so morgen und tagsüber waren, die dich wieder in deine Ruhe und in deine Kraft bringen? Es gibt da so viele davon, dass ich tatsächlich mal überlegen muss, was ich da jetzt sage. Also ich denke, ein ganz wichtiges Ritual für mich ist noch die Bewegung in der Natur. Also für mich ist die Natur der größte Heiler. Und wenn ich rausgehe in die Natur, dann habe ich das Gefühl, wieder ganz zu werden. Und tatsächlich ist es da so, dass ich das zwar ritualisiert habe, in dem Sinne, dass ich es jeden Tag mache, aber nicht so streng ritualisiert, dass ich es immer auf eine bestimmte Art mache. Also es ist für mich gleich, ob ich jetzt mit meinen Hunden spazieren gehe oder zum Pilze suchen oder zum einfach so spazieren gehe, das macht für mich gar keinen großen Unterschied, sondern einfach in der Natur zu sein, rauszugehen und dann, wenn diese Sinneseindrücke in der Natur auf mich einströmen, also sei es ein schöner Geruch von den Tannen oder ein schönes Bild, wie die Sonne durch die Bäume fällt oder so, einfach einen Moment innezuhalten und das zu genießen. Das lädt meinen Akku gewaltig wieder auf. Das finde ich im wahrsten Sinn des Wortes ein schönes Bild und auch ein wichtiges Bild, weil ich manchmal das Gefühl habe, die Menschen möchten gerne Rituale haben und die Rituale sind dann, die sollen Ruhe und Kraft bringen, sind aber in Stein gemeißelt, wegen von der Uhrzeit, von der Dauer, von der Art. Und dann, genau das ist doch das, was wieder Druck ist, aber halt nicht drehen, sondern rechts drehen, dann kannst du es auch lassen, weil das bringt so nichts. Und ich finde es schön, dass du es jetzt unterstrichen hast und dass du es ja auch in deiner Erfahrung so selbst erlebst und damit ja Hörer zeigen kannst, bei dir funktioniert so. Also ich denke mal, bei wem dieses starre, sage ich jetzt mal bewertend, klappt, hurra, weitermachen. Und bei jemandem, der vielleicht sagt, ach, das ist aber ein schöner Impuls, weil ich dachte immer, ich muss mich kasteien und Rituale irgendwie
eben wie in Beton gegossen machen. Nee, ich finde gerade in dem Bereich Hochsensibilität geht es doch wieder darum, zu sich selber zu kommen und zu fühlen, was will ich wirklich? Und das ist halt einmal spazieren gehen und einmal, keine Ahnung, auf der Bank sitzen und einfach diese Verschiedenartigkeit wieder zuzulassen. Ich finde, wir sind so uniform gemacht worden. Gleichklang ist was Feines, aber uniform sein bringt gar nichts. Genau, absolut. Und jetzt geht es mir so wie dir vorher. An einem Punkt muss ich dir widersprechen und dort trotzdem bin ich deiner Meinung. Siehste? Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir Menschen, wir leben ja eigentlich, oder wir sind ja nur, man könnte ja auch sagen, wir leben nur unsere Neurotransmitter. Also unsere Neurotransmitter wie Endorphin und Dopamin und so weiter, die lassen uns entweder gut fühlen oder nicht so gut fühlen. Und unser ganzes System, unser ganzer Körper, unser ganzer Organismus ist im Grunde auf Energiesparen ausgerichtet. Schon seit Urzeiten. Weil früher als Urjäger, es gab halt nicht den Pizzaladen am Abend. Das heißt, wenn man, es Energie war, was man haushalten musste, weil vielleicht gibt's nichts. Das heißt, alles, was wir ein paar Mal machen, wird ganz, ganz schnell zu einer Gewohnheit. Und wenn es nicht mental ist, wenn es keine bewusste Gewohnheit, dann für unsere Neurotransmitter. Das heißt, dieser Hormoncocktail in unserem Körper stellt sich auf so ein Level ein. Wenn die und die Umgebungsbedingungen sind, dann der und der Hormoncocktail. Und das ist dann praktisch der Normal-Null-Zustand. Wenn wir jetzt etwas verändern, wenn wir jetzt irgendetwas anders machen, dann verändert sich dieser Hormoncocktail und unser Körper sagt erstmal, ey, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und das fühlt sich erstmal komisch an. Deswegen sind Veränderungen erstmal auch in der Regel etwas, was sich nicht positiv anfühlt. Ja. Und man braucht einfach ein paar Wiederholungen, man braucht einfach eine gewisse Zeit, in der man das bewusst durchzieht, damit sich dieser Hormoncocktail wieder auf ein neues Normal Null einstellen kann. Also ja, verschiedene Dinge ausprobieren, ja, nicht in Stein meißeln, aber gleichzeitig die Dinge bewusst ausprobieren und bewusst auch in Kauf nehmen. Okay, fühlt sich erstmal komisch an, ich mach's mal trotzdem. Und wenn sich's nach einer bestimmten Zeit, nach 21 Wiederholungen oder 7 Tagen immer noch komisch anfühlt, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Ja. Das Richtige ist auch noch in die Endschleife gehend. Für mich was Wichtiges, was ich dich fragen möchte. Ich bin mir sehr sicher, du hast die richtige Frau. Ja. Und auch wenn ich sie leider noch nicht kenne und vielleicht schaffen wir das irgendwann zu dritt, zu viert uns alle zusammen auch mal ins Gesicht zu gucken, da freue ich mich drauf, weiß ich von meinem Gefühl, du bist in der richtigen Partnerschaft für dich. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass Paare, ob jetzt normalsensibel oder hochsensibel, mit der Partnerschaft auch ihre Herausforderung haben können. Also ja. Die, ich sag mal, die ganz normale, weil halt einfach zwei Menschen unfassbar nah beieinander sind. Ich denke, das werden Geschwister vielleicht genauso sagen. Oder Menschen, die halt aus welchen Gegebenheiten auch immer ganz, ganz nah beieinander sind. Welche Empfehlungen magst du den Menschen geben, ob die jetzt gerade in einer Partnerschaft sind oder, wie ich es gerne nenne, noch Singles sind, im Sinne von noch nicht mehr lange. Was magst du denn geben, wo du sagst, das schafft leichter eine erfüllte Partnerschaft? Ich habe wirklich das unglaublich große Glück, wahrscheinlich die tollste Frau der Welt zu haben. Von daher, das ist eine Frage, die ich nicht mal alleine beantworten kann, weil wir entscheiden uns jeden Tag wieder aufs Neue füreinander. Das klingt wunderschön. Und das ist es für mich auch. Und das ist, glaube ich, auch, warum wir schon seit 20 Jahren glücklich zusammen sind. Weil es ist jeden Tag wieder ein bisschen neu. Es ist jeden Tag natürlich eine Herausforderung. Und natürlich haben wir auch unsere Themen.
Und gleichzeitig entscheiden wir uns jeden Tag wieder füreinander, für unsere Gemeinsamkeit und für den anderen, ganz bewusst. Also vielleicht ist dir das, weil du jetzt fast schon überlegt hast, dass das nichts Besonderes ist. Ich finde es was total Besonderes. Ich finde das auch was total Besonderes. Also ja. Ich weiß, dass das auch was Besonderes ist. Es ist nur unglaublich schwer für mich, das als Tipp zu formulieren, zu sagen, okay, als hochsensibler Mann musst du immer auf die Tränendrüse drücken und dann findest du die richtige Frau. So einen Tipp kann ich nicht geben, ja, weil der wäre für mich nicht authentisch. Ja. Ich finde es sehr schön, sich bewusst zu entscheiden. Also mein Mann und ich schlafen schon von jeher in getrennten Räumen. Mhm. Es gibt Freunde von uns, die sagen, können sie gar nicht verstehen, auch weil sie dieses gemeinsame Einschlafen, zusammenschlafen, zusammen aufwachen sehr schön finden. Mhm. Ich habe wahnsinnig gern meine Ruhe. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich bin auch gerne alleine, weil es mir wieder Kraft gibt. Mhm. Und schlafen finde ich auch voll wichtig. Und wenn dann jemand, nennen wir es unruhig, neben mir ist, hilft mir das nicht. Und das Lustige ist, mein Mann, dem Tom, geht's genauso. Mhm. Und für mich ist es ein, ich wach auf und ich freue mich schon auf ihn. Mhm. Er steht manchmal ein bisschen später auf als ich. Mhm. Das heißt, ich bin schon wach und ich höre es dann irgendwie halt rumpeln. Mhm. Denk mir, oh, wie cool, jetzt ist er im Bad. Und dann rumpelt's und er kommt die Treppe rauf. Und es macht in mir so flatter, flatter Freu. Genau. Und das ist das, was du sicher auch für dich sagst, so dieses Bewusstentscheiden. Das ist für mich ein, ich freue mich so auf diesen Menschen. Mhm. Ich bin so in Gnade, dass ich von ihm geliebt werde. Wie traurig wäre es, wenn das nur einseitig wäre. Mhm. Ich finde das total schön. Und dieses Hinnehmen, ja, wir leben halt jetzt zusammen, sondern dieses, ich freue mich auf dich. Ja. Ich freue mich auch, wenn er heute Abend dann heimkommt. Das ist total schön. Und ich wünsche mir sehr für alle zuhörenden Menschen, dass das auch wieder mehr ins Herz kommt, egal ob man eben jetzt gerade ein noch Single ist oder schon in einer Partnerschaft, dass man ist doch mit einem Menschen zusammen, den man liebt und wo es auch mal einen Grund gab, warum man sich füreinander entschieden hat. Ja. Und dieses Selbstverständlichkeit ist wie Gewohnheit, ich finde das sehr schön, das dient. Nur wenn es dann so ist, ach, der andere ist halt da, dann dient es halt irgendwann nicht mehr. Und dass man sich einfach auch wieder aufeinander freut, das finde ich einfach wertvoll, weil mich macht es zu einem helleren Menschen, dass ich mit Tom zusammen sein darf. So geht es mir auch. Hast du das Gefühl, weil ich auch gerade von Hochsensiblen manchmal höre, ja, aber mein Partner ist jetzt nicht sensibel, nicht hochsensibel, normalsensibel. Mhm. Hast du das Gefühl, du würdest dann den Tipp geben, der Partner muss da jetzt mehr Rücksicht nehmen oder der Hochsensible muss, keine Ahnung. Was ist da deine Empfehlung? Weil wir sind ja sowieso unterschiedlich sensibel, also egal ob normal oder hoch. Ja, tatsächlich, genau, ja, das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst. Es gibt ja nicht den Hochsensiblen und den Normalsensiblen, sondern es ist ja eine Bandbreite sozusagen, auf der wir uns bewegen und das auch noch nach Tagesform ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Tatsächlich erlebe ich das als Frage auch mit meinen Coaching-Klienten öfter mal, wie sollte man das sein oder sollte man sich unbedingt einen hochsensiblen Partner suchen, wenn man sich selber als hochsensibel erkennt? Ich denke, das ist ohne wertend zu sein, glaube ich, ist das die falsche Blickwinkel. Mhm. Sondern wenn wir auf uns selber gucken, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, dann kann ich den anderen auch so lieben, wie er ist. Mhm. Und jede Konstellation hat ihre Herausforderungen und auch sicherlich ihre Reize. Ein normalsensibler Mensch kann einem hochsensiblen Menschen durchaus helfen, auch mal ja ein bisschen rauszukommen, gerade wenn man introvertiert ist. Mhm. Also es gibt noch die Unterscheidung introvertiert, extrovertiert. Introvertierte Menschen sammeln ihre Energie ja aus sich selber heraus, während extrovertierte Menschen aus ihrer Umgebung ihre Energie ziehen.
Und wenn man das mit Hochsensibilität koppelt, dann wird es halt unglaublich spannend sozusagen, wenn man da die unterschiedlichen Konstellationen betrachtet. Mhm. Und ein introvertiert hochsensibler Mensch, der vielleicht am liebsten wirklich mit einem Buch und einer Tasse Tee zu Hause sitzen würde und sagt, hey, mir geht's gerade richtig gut, das ist super. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man einen extrovertierten Partner hat, normalsensibel, der sagt, komm, wir gehen heute Abend mal Party machen und erleben mal was Gemeinsames zusammen. Mhm. Das kann auch ein positiver Impuls sein, gerade für eine Partnerschaft. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich halt selber kennt, dass man mit sich selber im Reinen ist und um sich selber weiß und sich um seine eigenen Themen kümmert. Weil der andere kann einem nicht die Löcher stopfen, die man vielleicht selber empfindet. Mhm. Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Der ist, finde ich, auch dafür nicht verantwortlich. Genau. Weil ich da oft auch manchmal höre, aber wenn der doch jetzt weiß, dass ich hochsensibel bin, dann muss er mich doch behandeln. Muss er doch Rücksicht nehmen. Ne? Muss er nicht. Du bist nicht Calimero oder Calimera. Genau. Finde ich komplett so, wie du sagst, ne, mit sich selber im Reinen sein und unabhängig der Bandbreite der Hochsensibilität, finde ich, hat jeder Recht auf Liebe und Schutz. Absolut. Und nicht die einen haben es und die anderen haben es nicht, weil die sind ja nur normal sensibel. Ich glaube, das wird schwierig in der Partnerschaft, wenn man mehr Erwartungshaltung rangeht. Und ich finde es einfach gerade auch, weil ich mich ja auch mit Paaren beschäftige und bisher auch dann eben auch gerne mal den Event über Partnerschaft mache, auch einfach sonst so vermurksend, weil ich denke, oh, ihr seid toll und einzeln und als Paar und jetzt steht ihr euch mit so einem Blödsinn so im Weg, der keinen Sinn macht im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir zwei haben uns ja auch vorhin über ganz viel mit Sinn unterhalten. Auf jeden Fall. Sinn machen. Und Erwartungshaltung macht keinen Sinn. Ich denke, das ist zwar jetzt gerade nicht Frühling, aber die Erwartungshaltungen mal auszumisten und Frühjahrsputz zu machen, macht Sinn. Sehr gut. Schön. Mensch, jetzt ist irgendwie so viel Zeit und ich finde das so schön. Und du hast eine wunderschöne Stimme. Dankeschön. Ich kann da so rein, dass mir fällt jetzt gerade Karamell ein. Karamell, obwohl vom Aussehen, vom Gefühl, du hast eine, ich höre dir unfassbar gerne zu. Mal spontan, du hast vorhin von deinem Buch gesprochen, ich habe es auch davor schon gesehen. Vielleicht hast du ein Hörbuch gemacht? Nein, tatsächlich, das ist so ein Projekt, das stand immer mal auf der Liste, aber hat es noch nicht. Also auch wenn es auf Liste Platz 37 steht, ich denke, ein Podcast ist natürlich, du hast einen, was wir dann ja auch noch gleich dann in den Shownotes dann reingeben, aber ich habe das zwar auch noch nicht gemacht, von dem her muss ich eigentlich die Schnauze halten. Ich höre dir so gerne zu und denke mir auch schon, wenn wir anfangen zu sprechen, uns vorher noch mit dem Video sehen, du hast so eine wunderschöne Stimme. Ey, bitte sprech dein Buch. Danke, Manuela. Das freut mich sehr. Freue ich mich sehr über das Kompliment. Ja, von Herzen. Danke. Ober von Herzen. Als Abschließendes, ich bin immer ein Tipp-Fan. Es gibt Hochsensible, ich sage jetzt mal einfach mal wie mich, ich kann dich auch mit dazu zählen. Ich mag mich so, wie ich bin und ich liebe meine Gabe der Hochsensibilität. Mir ist bewusst, dass mir mal ein Geruch auf die Nerven geht oder ein Geräusch, aber ich bin damit im Reinen. So. Jetzt wirst du und ich Menschen aber auch erleben, die finden ihre Hochsensibilität unabhängig dessen, wie weit sie sich damit beschäftigt haben, nicht so schön. Hast du denn Tipps für die Menschen, die sagen, also so hat es mal eine Kundin zu mir gesagt, sie würde sie am liebsten weggeben, wenn sie Hunde wegschneiden, findet sie ganz, ganz schlimm und will sie nicht haben. Also das ist jetzt sehr extrem. Hast du für Menschen, die mit ihrer Hochsensibilität noch nicht so viel anfangen können, die so gerne mögen, paar persönliche Tipps, wo du sagst, so kann man sich dem mehr widmen und schöner finden und besser damit leben, vor allen Dingen? Der erste Tipp wäre, mich selber zu fragen, warum ich es nicht schön finde. Und da kann ich auch in meine eigene Historie gucken,
warum fand ich denn das so furchtbar, sozusagen, diese Empfindsamkeit, wenn man das so ausdrücken möchte, diese andere Art der Signalverarbeitung? Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann mit anderen nicht mithalten, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich mit anderen vergleichen. Mhm. Und wenn man diesen Mechanismus einmal durchschaut und sagt, okay, warum stört mich das denn, dass ich diese Gerüche zum Beispiel so intensiv empfinde? Warum stört es mich, wenn ich Hintergrundgeräusche nicht ausfiltern kann? Dann ist das der erste Tipp, weil dann wird man auf den Punkt kommen, wo man sagen kann, okay, da kann ich ansetzen. Mhm. Es kann dann zum Beispiel auch sein, dass man auf den Punkt kommt und sagt, ja, weil es mich einfach nervt, weil es mich Kraft kostet, weil es mich Energie kostet, dieses permanente Hintergrundgeräusch, ich kann es nicht ausfiltern, im Großraumbüro macht mich wahnsinnig. Mhm. Dann ist meine Energie zu niedrig. Dann kann ich überlegen, was kann ich tun, um meine Energie zu erhöhen. Und dann komme ich auch an den Punkt, wo ich meine Hochsensibilität nicht mehr als Belastung empfinde, sondern als etwas Positives, als etwas Sinnvolles. Und das ist dann die nächste Stufe, dass man eben guckt, okay, wo kann ich das vielleicht nutzen? Wo hilft mir das? Wo sind die positiven Aspekte davon? Bloß das habe ich immer, das ist meine Erfahrung, ist unglaublich schwer, dahin zu gucken, solange ich so im Widerstand bin, weil die Energie so niedrig ist. Okay. Ich finde, es sind zwei Tipps. Vielleicht macht es ja für einen Zuhörer Sinn. Ich sage immer wieder, entweder hör dir den Podcast einfach zu einer anderen Zeit nochmal komplett an oder jetzt einfach diese Endfrage von, keine Ahnung, vor 3 Minuten, sich einfach nochmal anzuhören, was du da gesagt hast. Auch in Bezug auf, wann ist die Zeit, dass man sagt, ah, jetzt ist die Zeit, dass ich es oder noch besser nicht nur verstehe, sondern begreife, was Sean da gerade eben mit den beiden Tipps gemeint hat. Und ich habe das Wort Belastung auch gerade aufgeschrieben, wo das Wort Last ja drin ist, dass man es dann wirklich drehen kann, so wie du es vorhin auch gesagt hast, das war dann eine Erleichterung. Und von der Belastung zur Erleichterung kommen, ich denke, da haben wir, in dem Fall du, in diesem Podcast definitiv viel Wertvolles gegeben, wo die Menschen einfach mal hinfühlen können und sich dann aus diesem riesengroßen, bunten, verschiedenartigen Blumenstrauß, der aber dennoch ein Blumenstrauß ist, raussuchen können, wo sie das Gefühl haben, das fühlt sich stimmig an. Dem widme ich mich jetzt nicht allen Blumen in diesem Strauß auf einmal, sondern an welchen schnüffel ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mal zuerst. Das geht ja auch in Stückchenweise, also dass da auch eben die Ruhe drin ist, sich langsam der Gabe, dem Geschenk der Hochsensibilität zu widmen. Ich danke Schön dir. Dankeschön. Ich danke dir für deine Zeit und deine Offenheit und dein Mitnehmen auf den Lebensweg und da auch so, ich mag das Wort pur so gerne, so pur reinschauen lassen, was auch für dich früher schwer war, herausfordernd, weil ich finde, das sind immer genau die Punkte, wo Menschen am meisten helfen, weil sie sagen, oh, so ähnlich fühlt sich das für mich auch an. Von dem her herzlichen Dank für alles, was du mir und uns in dieser Zeit geschenkt hast. Sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir dieses schöne Gespräch heute zu führen. Klasse. Lieber Zuhörer, du kennst das. Jetzt gehen wir langsam für heute auseinander. Ich wiederhole nochmal meinen Impuls von vorhin. Manche Sachen einfach öfter zu hören. Zum Beispiel diese Folge oder bestimmte Sequenzen, so wie du vielleicht auch ein Buch liest, wo man mal sagt, jetzt lese ich das mit dem Daumen und einfach mal gucken, ob vielleicht auch mal ein Reinfahren zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt dir genau das gerade als Antwort gibt, was du gerade gesucht hast. Ansonsten freue ich mich über dein Zuhören, über dein Abonnieren, über deine 5-Sterne-Bewertung, deine Fragen, dein Feedback und bis wir uns wiederhören, alles Liebe, Gesundheit und Frieden, dein Guide und Healer, Manuela Starkmann. Lebe deine Klarheit.